Vater, wir haben doch einen Transport, wir sind doch im Einsatz. Ach, ich gebe ja, mir Mühe, ich weiß, worum es geht. Auch. Du passt unten auf, ich und? Oben. Da seht ihr mal, wie Frauen gut Auto fahren können. Hallo Leute, heute zeigen wir euch ein neues Video von Seniorenzocken. Hallo Peter, was hast du denn heute an? Ja, ich bin Arzt. Heute fahren wir mit den Rettungswagen. Wir machen einen wichtigen Organtransport. Wir müssen so schnell wie möglich ein Spenderherz liefern. Und wir machen ein Rennen gegen Uschi und Georg. Dieses Video ist nämlich eine Kooperation zu einem ganz wichtigen Thema. Heute geht es um den Organspenderausweis. Es gibt viele Menschen, die in Deutschland auf ein Spenderorgan warten. Deshalb ist es wichtig, dass jeder einen Organspendeausweis hat. Darauf kannst du festlegen, was mit deinem Organ nach deinem Tod passiert. Du kannst sie natürlich behalten. Oder du entscheidest, welches deiner Organe du jemanden spenden möchtest. Und rettest damit ein anderes Leben. Aber die Hauptsache ist dabei. Du entscheidest das. Und nicht irgendjemand anderes. Du kannst das alles auf den Ausweis eintragen und festlegen. Wie üblich in der Infobox kann man das nachlesen. So, jetzt wollen wir aber das Rennen im Rettungswagen fahren. Und jetzt fahren wir so. Brigitte lenkt und ich gebe Gas. Na, wir werden ja was veranstalten. Wir werden das schon schaffen. Die wollen gegen uns ein Rennen fahren. Die haben noch keine Chance. Wo ist denn Gas? Gas ist da hier? Auf der rechten Seite. Und weil das ist Bremse? Ja. Und der letzte? Was ist der? Kupplung. Wenn ich mir einen Uschi fahre, brauche ich das nicht. Nein. Und ich? Du sitzt neben mir, so du brauchst das nicht. Gefährlich bin ich. Also, wer ist auf die Idee gekommen, Herz von Nürnberg nach München zu transportieren? Das ist eine ganze Ecke, du. Gib Gas. Also, kannst Gas ab geht die Luzi. Du musst links nachher rum. Geradeaus und dann links, bitte. Links, bitte, links. Ui, da rechts. So weiter. Ja, bravo. Der muss ausweichen, wenn der Krankenwagen kommt. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja, 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 ja. Ich muss hier links. Ja, ich. Was ist jetzt? Und geradeaus. Bravo, Brigitte. Warte, ich nehme mal weiter. Du musst hier ja, rüber über den. Oh, du bist bei Rot, glaube ich. Nein, 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 ist alles gut. Ah, ja, gut, weiter. Halt, weiter, weiter. Halt. Quatsch nicht so viel. So, geradeaus, warte, Brigitte, geradeaus. Geradeaus, schnell. Die soll warten jetzt. Der Rettungswagen, der Donnerwetter. Wird der mach doch mal das Horn an, verdammt noch mal. Verdammter Vetter ohne Horn. Wir müssen da auf die Autobahn. Ja, ich bin bist auf du der da, wo der blaue ja, ich fährt? Bin, ich bin auf der Bremse. Gut, okay. Aber der fährt trotzdem weiter. Das ist auch richtig und Gas so. hab ich gar nicht dran. Nee, macht auch nichts. Du trittst die Kupplung. Das ist Bremse? Ja. Das und der letzte? Was ist der? Kupplung. Schalte deine Gedanken aus, nur ja, genau. Auf die, alles Nebensächliche halt, weg, alles ab. Vorsichtig. Ja, richtig. Und ich gebe hier Gummi und ich passe hier unten auf. Jawohl. Du passt unten auf, ich und. Oben. Schön so. Gerade nicht zu sehr wackeln mit dem Rad. Dass wir ich wackel überhaupt nicht. Das hab machst du gut. Sehr gut machst du das, Brigitte. Noch nicht mal einen Kaffee habe ich heute gekriegt. Ja, der kommt noch. Den nicht ablenken, Brigitte. Nicht denk mal ablenken. Das Herz, zum das Herz Kaffee muss da ist keine Ablenkung. Kaffee so, ist. Jetzt ein bisschen Kaffee nach links, ist Nahrung. Links ein bisschen. Als Co-Pilot ist das gar nicht so einfach. Wir haben eilig. Ja, wir müssen eilig. Nach München ein Herz wegbringen. Oh, München. Ja, ich habe die Mittelplanke touchiert. Hier kommt eine Polizeikontrolle, die interessiert uns nicht. Wir sind Krankentransport. Ja. Ja. Ah, natürlich dürfen die uns auch kontrollieren. Nein, nee? Heute nicht. Heute nicht. Aus. Stöhn nicht, Brigitte. Ich habe hab nicht gestöhnt, ich habe Luft rausgelassen. Da seht ihr mal, wie Frauen gut Auto fahren können. Brigitte macht das toll. Du fährst 40 km/h. Ach du Sch. Ja, weil du kein Gas gibst. Ja, weil ich kein. Ja. 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 Schuld war immer der Gärtner, ich weiß. Bleib schön in dieser Spur. Auf dem Strich. Peter, ich gebe ja, mir Mühe, ich weiß, worum ich geht. Da seht ihr mal, wie Frauen gut Auto fahren können.
Jetzt, wie was? Jetzt ist wieder das Rad blockiert. Brigitte ist im fahrenden Henker. Ja, da bist du eine Lusche gegen. Ja, genau. Ja, da bist du eine Flitzpiepe. Gib Gas, Mädchen. Ja, mach ich ja. Hier raus, rechts, rechts, hier rein. Höre, voll. Hier rechts. Das ist gut, Brigitte, ja. Ach, Mensch, die schöne Winterlandschaft. Schön, das ist wunderbar. Ich bin begeistert von dem Winter. Guck jetzt nicht nach dem Winter, denk an das Herz. Ich muss hier raus. Abbremsen, bisschen. Ja. Wir sind gewisse Abbrennbremsen. Gas geben. Ja. Nicht wieder, zurück nicht. Gas geben. Ja, ich sehe ja schon die Berge. Diese freche Ratte da vorne. Was? Hey, rüber da! Das ist eine Unverschämtheit. Ja, finde ich auch. Also den reißen wir jetzt den Spiegel ab. Jawohl, bravo. Der Spiegel muss weg. Jetzt weiter. Den reißen wir den Spiegel ab. Also so ein Lümmel sieht, dass das ein Rettungswagen ist. Also nicht. Ich glaube, das ist keine Straße. Warte, langsam, langsam, nicht so viel. Ja. Stopp, stopp, stopp. Stopp. Ja, jetzt zwischen den Blumenkästen. So rechts oder links? Nee, gerade. Hat. Peng. Hat. Die Ampel. Zwischendurch so, musst du mal weiter bremsen. Nee, wir, ist ja rot, Brigitte. Wir müssen warten. Ja, eben. Aber bremsen müssen wir nicht, denn ich den Knall. Ich habe ja gebremst. Du hast nicht gebremst. Nein, nein, Brigitte, nein. Brigitte, das hat ich geknallt. Arme Sau. Oh. Und jetzt fahre ich mir an die Ampel. Ich fahre jetzt, ich bremse jetzt hier. Jawohl, volle ich Pulle. Ich bremse durch. Jetzt hier ab. Hier gibt es nichts mit volle Pulle. Fahr doch mal, wir haben doch einen Transport. Wir sind doch im Einsatz. Ach. Lass mich in Ruhe. Nee, du gibst ja Gas. Das ist doch nett von dir. Und jetzt? Wir fahren geradeaus weiter. Ja. Ja, ist ja gut. Oh, sag mal, was war? Nee, das war ich aber also nicht. Lenken, lenken. Nee, das war von der Seite. Nee, lenken war jetzt nicht mein Ding. So. Gas. Jetzt wo ist Gas? Kommt schon. Gas ist rechts. Lenke. Brigitte. Ich lenke ja, ich brauche Gas. Die nächste links. Ja, da. Ja, links. Du weißt, wo links ist, ja? Nee, da ist der Daumen rechts. Stopp. Süß. Aber vollen Hand durch, ja, nur los da! Die Rettungsgasse ist nichts gewesen. Gas! Ja, ja, geht nicht so schnell. Weiter, ja, weiter, ich gebe ja Gas, weiter, ich gebe ja Gas. Weiter. Ja, ich mach weiter, das ja. Links, links, Brigitte, links. Bin ich doch! Ja, wunderbar, ich sag's ja nur, schrei da nicht so. Fahr ein Stückchen weiter, bitte, ja? Nee, ich stell jetzt die Karre jetzt hier ab, warte nein, mal. Wir fahren. Na gut, ja, wir fahren. Ja, ja. Ich geb nicht ja bremsen. Nein, ich geb ja wir Gas. Sind rückwärts gefahren eben. Nach stopp. So, jetzt kannst du abstellen. So. So. Brigitte, stopp. Wir sind da. Ach, Brigitte. Wir sind da. So, und nur und das Herz. Wo haben wir das Herz? Ohne Unfall. Haben wir es geschafft? Wir haben es geschafft. Ja. Ja. Gewonnen. Das war ganz klar, ne? Das war eine Frage. Naja. Ich bin jetzt sehr traurig. Naja, ich hab gehofft, dass wir sie besiegen. Ich habe gehofft, dass wir schneller sind und das Herz hinbringen. Georg, was ist mit Organhandel? Ja, Organhandel ist in Deutschland verboten. Und wird hart bestraft. Aha. Und so wie ich weiß, wird es auch sehr streng kontrolliert, was da passiert. Die Überprüfungen sind sehr umfangreich. Aber ich stelle mir das also so vor, wenn ich tot bin, bin ich tot. Und dann merke ich das sowieso nicht mehr. Und wenn ich mit meinen Organen, die ich spende, was Gutes tun kann, ja, was passiert mir? Du hast recht. Ja, das glaube ich auch. Die nehmen doch die Organe schon, bevor du tot bist. Nein, Georg, da gibt es Richtlinien. Und das sind bestimmte Ärzte, die feststellen, dass du hirntot bist. Und du wirst von zwei unabhängigen Ärzten untersucht. Danach können die erst deine Organe entnehmen. Sag mal, Georg, bist du dafür nicht zu alt? Wer will denn noch unsere alten, matschigen Organe haben? Ganz umgedreht. Gerade Organe, die wir spenden, werden auch ganz gezielt an ältere Menschen wieder weiter transplantiert. Aha! Medizin ist so weit, dass die auch... Also kann jeder helfen? Jeder kann helfen. Muss man denn das jetzt entscheiden? Uschi, das solltest du jetzt entscheiden, denn wenn du das jetzt nicht entscheidest... Dann entscheidest du dich wahrscheinlich nie. Du hast natürlich recht. Was du in der Sekunde ausgeschlagen, kehrt in keine Ewigkeit zurück. Richtig. Also ich habe mich dafür entschieden. Ich habe mich auch dafür entschieden und ärgere mich eigentlich, dass ich es so lange nicht gemacht habe. Und ich habe ihn auch. Wichtig ist einfach nur, du entscheidest. Alle Infos zum Organspendeausweis findet ihr in der Infobox. Geht mal drauf! Tschüss!